Und zurück zu Resident Evil 7 Biohazard. So, wir sind jetzt an der Raffinerie angekommen. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Aha, da ist eine Lady. Wir haben übrigens keine Waffen. Also hoffe ich mal, dass jetzt bald irgendwie eine Kiste kommt oder irgendetwas, wo wir unsere Waffen finden. Wir haben nämlich nichts. Salzbergwerk, okay. 18. Februar 1892. Ja, es gab einen Einsturz in der Patterson-Mine. Thuan und Black Fox sind tot und Huxley wird nie mehr eigenständig laufen können. Der alte Stan hat recht. Der Boden hier ist zu unstabil. 19. Februar 1892. Die Firma wird von uns keinen Ersatz schicken. Die wollen, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben. Ich kann gar nicht abwarten, wieder nach Hause zu gehen. Okay, also Arbeitsberichte oder irgendwie sowas. Okay, ist ein Helikopterbild. Beobachten die von uns diesen Hubschrauber aus. Okay. Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht, habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, ich lebe doch noch. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn? Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Okay. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. Ah, sehr gut. Jetzt haben wir endlich die Münzendinger gefunden. Sie haben mir das Objekt erhalten. Sehr geil. Sehen wir uns erstmal das hier. Habe ich denn jetzt auch den Rucksack? Nee, den habe ich nicht anscheinend. Okay, egal. Ich werde mir jetzt erstmal die Magnum holen, wenn es denn geht. Da ist die Magnum drin. Yeah, Baby. Sehr, sehr geil. So, den zwei Plätze ein. Alter Schwede, was gibt's denn hier noch? Was war das jetzt hier? Stabilizer. Steroide. Nehmen wir die mal. Genau, die haben wir uns gleich mal rein. So, jetzt ist die maximale Gesundheit höher. So, wo ist jetzt unsere Magnum-Munition? Tun natürlich auch da rein. Haben wir noch mehr Magnum-Munition? Nee, haben wir nicht. Okay.
Okay, die Bomben tun wir uns auf jeden Fall rein. Das Messer, glaube ich, nehmen wir jetzt nicht mehr mit. Oder? Doch, das nehmen wir trotzdem mal mit. Dann nehmen wir uns... Das Maschinengewehr nehmen wir uns mit. Pistolenmunition müssen wir uns auch fast mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir den Granatwerfer noch mitnehmen sollen. Hätten wir 3 Schuss insgesamt. Aber ich glaube, den nehmen wir uns. Ja, den Brenner, ich weiß auch nicht. Hier. Ich weiß nicht, was wir jetzt noch finden an Munition oder. Ein Messer haben wir ja schon, gell? Ja. Das ist jetzt besser die Pistole. Oder ich tue mal die raus. Nehme die hier mit. Genau, ich würde sagen, so probieren wir es jetzt mal. Haben wir jetzt eine Heilung, haben wir dabei. Okay, ich würde sagen, wir speichern mal ab und schauen mal, wie es jetzt hier weitergeht. Schauen wir hier mal raus, würde ich sagen. Okay, 2 ausgeschaltet. Drecksviecher. Ah, nochmal 2. Oh, nee, oder?
halten denn die aus immer? Jetzt muss ich aber schnell mal. Die legen wir jetzt auf jeden Fall mal da hoch. Halt 6 Stück. Muss irgendwas bewacht haben. Hoffe ich zumindest. Okay, hier gibt es einen Haufen Kisten. Ist immer gut. Flintenmunition ist auch nice. Starke Chemikalie. Ah, jetzt habe ich Schießpulver nicht mitgenommen. Okay, hilft nicht. Kann ich die jetzt nicht gleich? Ne, kann ich nicht. Ja, so schnell so machen und werde die auf jeden Fall schon mal nachladen. So, dann fahren wir runter. Keine Ahnung wohin, aber runter. Salzbergwerk. Okay. Meine Fresse, es halten die denn aus. Unglaublich. Oh. Okay, hier ist eine Sprengfalle. Noch eine. Da ist eine. Wahrscheinlich, dass die irgendwie mit den Kisten hier. Okay, so ein Kraut.
Nein, Gott, na. Boah, ey. So, wenn sie nochmal wegkommen, kann ich die gleich wieder zurücklocken. Okay, hier werde ich dann nicht mehr zurückkommen. Was hält denn hier aus? Will der mich verarschen? Meine Fresse! Die ganze Munition verballert hier. Boah, elendiges Vieh! Boah, keine Heilung auch mehr. Keine Heilung mehr, Mensch. Was ist das hier? Die Schnauze. Boah. Nein, Gott. Boah, Alter. Oh. Okay, nochmal das Ganze. Ich hoffe mal, dass wir nicht so weit entfernt starten müssen. Aber schon mal gut zu wissen, wenn ich weiß jetzt gleich, wo die herkommen. Das heißt, ich kann sofort da schon mal eine Bombe hinlegen. Okay, probieren wir es nochmal.
Okidoki. Dann werde ich jetzt gleich... So, schauen wir mal, ob wir jetzt hier besser durchkommen. Haha. Nicht mit dem Commander, sage ich da nur. Und die anderen kommen hier, das weiß ich. Unglaublich, wie viel die aushalten. Oh, und ich habe jetzt keine Bomben mehr. So ein Scheiß. Aber ich habe ja noch meine Pumpgun. So, ich hoffe mal, dass es hier bald ein Speicherraum kommt. Hier ist ein etwas größeres Areal. Sind auch wieder Sprengfallen dran. Ah, schauen wir jetzt erstmal hier unten ein bisschen um.
Vorsicht, nicht, dass irgendwo eine Sprengfalle ist. Weil ich bin nämlich da Spezialist im Reinrennen. Guti. Laden wir gleich wieder mal nach. Und weiter geht's. Oh, jetzt da oben auch noch. Brauchen wir natürlich schon. Oh, ey. Alter. Ist doch scheiße. Okay, hilft nicht. Das hilft ja nicht. Kraut, okay. Schauen wir uns das hier noch an. Okay, gesendet. Freitag, 16. Januar 2015. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur aus wie ein kleines Kind, sie ist auch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht, ist die Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. Mia, das Mischstück, ist immer noch irgendwo zwischen Yves Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so, aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinkram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Evie krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Okay. So, das ist nichts. Man kann jetzt bald mal speichern hier, ey. 5 Minuten nach Dosis erbrechen. E-Nekrotoxin. E-Seriatisierungstest. Okay. Zwölf Minuten nach der Dosis. Kalzifikation der Zellen. 10 Minuten nach der Dosis. Tot. Okay. Wenn also Zombies oder so. Die Gewebeproben von Evelyn haben wir da reingetan. Ah, E-Nekrotoxin. Okay. E-Nekrotoxin zerstört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie Biowaffen basieren, nur für die Beseitigung von E-Serie Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe der E-Serie-Zellen in den Nekrotoxinbehälter. Okay, das haben wir getan. Das waren praktisch die Gewebeproben.
Okay. So, Speicherpunkt. Wir haben noch Flammengranaten gefunden. Und ich würde sagen, wir speichern erstmal ab. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Ich würde sagen, schaltet wieder ein. Es wird sehr, sehr spannend. Oder es ist spannend, sage ich mal so. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen oder über auch einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao, euer Andi.